Du wirst doch jetzt wohl nicht diesen Betrieb, der über 100 Jahre besteht, vor die Wand fahren. Du wirst doch wohl hoffentlich nicht derjenige sein, wo man dann sagt, naja, vierte Generation, ja, ist so schon kritisch, ne? Und dann noch Frau. Und dann habe ich überlegt, auch zwischenzeitlich, ob ich alles abbreche. Da habe ich Angst gehabt. Dann gucke ich mir die ganz alten Produkte an, von bevor ich geboren war. Und dann denke ich, Mann, Wahnsinn, was die gemacht haben. Wie schön das war. Und die hatten ja früher gar nicht die Voraussetzungen oftmals bei den Rohlingen, wie wir das heute haben. Und die haben Top-Produkte gemacht, wirklich. Und sie waren enorm funktionsbezogen. Und das bin ich auch. Ich will ein gut funktionierendes Messer machen. Immer die Funktion vor der Schönheit letztlich, ne? Weil es ein Gebrauchsprodukt ist. Unsere Messer sind schön, aber sie sind Gebrauchsprodukte. Ich bin ja 88 hier eingestiegen und bis ich mal gemerkt habe, Moment mal, hier gibt es überhaupt keinen Nachwuchs, ne? Das waren ja alles Angelernte. Dann habe ich mir gedacht, wieso sind die alle angelernt? Ja, wieso? Es gibt ja keine Lehrberufe mehr. Ja, warum gibt es denn keine Lehrberufe mehr? Ach, das wird nicht mehr gebraucht. Und warum nicht? Ja, nein, man hat die Maschinen. Ja, und wer sagt, was auf der Maschine richtig läuft? Fragezeichen. Also man hatte einfach diesen Lehrberuf nicht mehr. So war die Zeit. Und natürlich ist das fatal gewesen. Für den ganzen Standort fatal. Das ist ja ein Kahlschlag hier bei uns. Und wenn Sie mal in die alten Kataloge von vielen Firmen sehen, was die konnten, das ist ja unglaublich. Das ist ja alles weg. Und dann haben wir uns besprochen, mein Vetter und ich, wo gehen wir denn hin? Gehen wir auch in diese Automatisierungsgeschichte da rein? Oder bleiben wir beim Handwerk? Und ich habe immer gesagt, wir müssen uns mit unseren Besonderheiten hervorheben. Die Nische heißt Carbonstahl, Dünnschliff, hohe Qualität. Das hat unser Überleben gesichert. Tradition kommt ja aus dem Lateinischen tradire, das heißt herüberbringen. Das ist äußerst dynamisch. Ich nehme etwas aus einer bestimmten Zeit und transportiere das in die neue Zeit und da passe ich das ein bisschen an natürlich. Was man dabei beachten muss, ist, dass man seinen Typus nicht verliert darin. Also es gibt immer noch Techniken in unserem Betrieb, die machen wir so wie vor 100 Jahren, wie Gründerzeiten oder noch eben davor. Dazu gehört das Feinpliesten und natürlich das Blaupliesten auf der Lederscheibe. Dazu gehört auch das Abziehen am Bock. Dazu gehört eigentlich auch das Reiden, nicht? Also die Verarbeitung und das Ansetzen des Griffes auf die Klinge und auch das Ausmachen hinterher. Das sind alles Arbeiten, die hat man früher ganz genauso gemacht. Wir halten am Solinger Dünnschliff fest, weil wir der Überzeugung sind, das ist das bessere Messer. Und ein Solinger Dünnschliff, der schneidet top. Wenn Sie das noch kombinieren mit dem Carbonstahl, der ja unsere Spezialität ist, dann haben Sie ein immer scharfes, kleines Werkzeug in der Hand. Es ist ein handgemachtes Produkt, wo viele Menschen ihre Arbeit reingesetzt haben, viele Handgriffe gemacht worden sind, hat einen Wert. Und diesen Wert muss man schätzen.